Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer wunderschöne Menschen zusehen. Friends, wir gucken weiter bei den Freitags-Releases rein. Wir haben jetzt hier von SSIO und Kalim Moncler. Ich bin gespannt. Ich habe von Kalim bis jetzt ein, zwei Sachen nur gehört. Birkin Bag, wo mir im Nachhinein sein Part besser gefallen hat als in der Reaction, weil ich den da noch so gecheckt habe, sein Vibe gefühlt, weil ich habe von Kalim fast nichts gehört, Mann. Ich habe so von so vielen Leuten, die man kennen müsste, ganz wenig nur gehört, weil ich immer nur meine Nase in Sachen reinstecke, die ich schon kenne, gefühlt. Deswegen würde ich jetzt auch hier so ein bisschen Horizont erweitern mäßig und auch am Release Friday mal in Sachen reinhören, die ich mir sonst nicht gegeben hätte oder direkt geskippt hätte. Einfach mal gucken. Deswegen SSIO feiere ich ja auf jeden Fall. Einiges kann ich mir so, wenn ich Musik höre, aktiv nicht geben, weil das halt einfach meistens zu dieser erzählende Vibe ist bei ihm. Aber wenn ich Bock auf was Lustiges habe oder die Musikvideos mit Vincent Pfefflin, die fühle ich sehr und ich mag seinen Humor sehr gerne. Aber meistens hat SSIO bei mir kein Potenzial, dass ich das öfter mir geben kann oder in eine Playlist hauen kann. Wir hören aber trotzdem rein heute bei SSIO und Kalim, hochgeladen auf dem AON-Channel. Das neue Album jetzt verfügbar. Was denn für ein Album? SSIO, das neue Album. Hat er das angekündigt gehabt? Ich glaube nicht, oder? Stand das bei Deutschrap brandneu? Ich weiß es nicht. Oder hat er das einfach so gedroppt? I don't know, ich habe auf jeden Fall nichts mitbekommen. Anyways, wir hören rein, das Ganze ist von Made by Millie. Ein Video und produziert ist das Ganze von... Bin ich dumm? Beat by Rev und EQT, sagt mir 0,0 irgendwas. Bro, komplett neuer Horizont, wir hören rein. Ich bin gespannt, let's go. Okay, Beat gefällt mir von den ersten paar Sekunden sehr gut. Ich krieg direkt, allein wegen der schwarzen Balken oben und unten, Shindy-Vibes, glaube ich. Weil mich das sehr krass an der Falterbach erinnert, diese schwarzen Balken und auch der Vibe gerade, das Color Grading vielleicht auch. Okay. Note, du bist ein temporärer G. Willst ein Kilo J, doch kriegst Dextro Energy. Komm nach B.O. Doppel N, was für Beverly Hills. Alles echte Kakerlaken, keine Blender mit Grills. Oh, also erstmal, was ein Einstieg von ihm. Okay. Doppel N, was für Beverly Hills. Alles echte Kakerlaken, keine Blender mit Grills. Sio machte Mios mit dem Messi aus D. Neben deutschen Rapper sehe ich aus wie Shaquille O'Neal in S. Okay. Geile Zeile, weil Sio ist extrem groß, glaube ich. Und Shaq ist ja auch 8 Meter groß. Neben deutschen Rapper sehe ich aus wie Shaquille O'Neal. Geil. Heißt er nicht Shaquille O'Neal? Ich habe immer Shaquille gesagt. Vielleicht bin ich auch mein Leben lang, habe ich eine Lüge gelebt. Aber er kommt extrem gut auf diesen Beat. Ist auf jeden Fall ein krasser Kopfnicker-Beat. Ich glaube, für Kalim auch sehr angenehm dann. Aber er kommt sehr gut auf diesen Beat. Machte Mios mit dem Messi aus D. Neben deutschen Rapper sehe ich aus wie Shaquille O'Neal. In Esso-Tankstellen sind die Kassen oft leer, da sie überfallen wurden mit einer Plastik-Software. Okay, das finde ich bei Sio aber nice. Er schafft immer so ein Bild, auch parallel zu Shindy. Schafft Shindy, finde ich auch immer sehr krass, so ein Bild zu projizieren. Esso-Tankstellen sind oftmals leer, weil sie überfallen wurden mit einer Software. Geil. Frauen durch Rap als Cristiano Ronaldo, als sie überfallen wurde mit einer Plastik-Software. Baller mehr Frauen durch Rap als Cristiano Ronaldo. Ich hab den Move, hab ich noch nie in meinem Leben hinbekommen. Wie geht denn das? Was macht man? Macht man das so? Nee, wie geht denn? Hab ich's? Nee, wie geht denn das? Man muss das doch so drehen können dann. Ich hab das nie gecheckt, Mann. Als sie überfallen wurde mit einer Plastik-Software. Baller mehr Frauen durch Rap als Cristiano Ronaldo. Du dagegen ballerst höchstens mit einer Flasche Sinalco. Du fährst den. Okay, solche Zeilen mag ich gerne, Mann. Solche Zeilen mag ich sehr gerne. Alten R8 und denkst, du bist Tony Montana im 20-Euro-Pulli von Zara Nuttensohn. Du verkaufst deinen Arsch für eine Jacke von Mon. Verkaufst deinen Arsch für eine Jacke von Mon. Verkaufst deinen Arsch für eine Jacke von Mon. Okay, Hook fühle ich nicht so. Ich mag solche stumpfen Hooks nicht. Ich brauche in der Hook immer eine geile Melodie. Viel, damit da muss viel rumgehen, da muss viel irgendwie passieren, damit ich eine Hook fühle, ist bis jetzt nicht so mein Ding. Arsch für eine Jacke von Montclair. Ich chill mit deiner Chaya in meinem Trap-Haus. Hau sie weg, als käme ich gerade von der SV. VVS auf dem halben Kilo Beißgold. Glaub mir, ich flex dich mit dem Scheiß, dass du klein holst. Okay, ich muss immer noch warm werden mit dem Flow von Kalim. Habe ich, wie gesagt, bei Birkin Bag am Anfang auch nicht so gefühlt. Schwierig noch bis jetzt, aber er kommt gut auf den Beat.
Aber die Art und Weise irgendwie, ich weiß nicht, auch seine Stimme, seine Betonung ist auch nicht so meins. BBS auf dem halben Kilo Beißgold. Glaub mir, ich plex dich mit dem Scheiß, dass du Kleinholz. Mein Bruder stand da sitzt ein halbes Jahrzehnt. Als er reinging, war ich noch bei alles oder nix. Hab mir weiter in der Asservatenkammer als die. Bro, ich bin so wenig in der Materie drin, dass ich nicht wusste, dass er mal bei AON war, aber jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, der Track ist jetzt ja umso geiler. Wenn er mal bei AON war, hat er ja bestimmt in der Vergangenheit schon mal Tracks mit Sio gemacht. I guess zumindest. Dann ist es ja für die Leute, die so richtig im Game drin sind und nicht solche Opfer sind wie ich, übel nice gerade eigentlich, die beiden zusammenzuhören wahrscheinlich, oder? Als er reinging, war ich noch bei alles oder nix. Hab mir weiter in der Asservatenkammer als die Penner selbst. Oh, der Beat ist aber wunderschön. Plus 50 Mille, kein Ding, das nur Wechselgeld. Ich höre immer noch der Holland-Job im Drop-Head. Ja, ich mach Long-Term-Money, scheiß auf Top 10. 60. Okay, das ist eine stabile Aussage, Mann. Ich mach Long-Term-Money, scheiß auf Top 10. Eben zu sagen, ey, die Top 10 wechseln sich so oft in meiner Unterhose, wenn du einmal drin bist, denk, also du bist der Krasseste, machst aber im Endeffekt doch kein Cash nach 2 Monaten später. Und dass er halt im Underground, in Anführungsstrichen, bleibt und nicht in die Top 10 vielleicht kommt, aber dafür das Ganze, mehr Cash abwirft auf Dauer. Ich kämpfe für die Cuban, das ist kein Modusmuck. Ich bin independent, drop ne Single und mach Todesplus. Du verkaufst deinen Arsch. Ich weiß nicht warum, aber die. Ich bin independent, drop ne Single und mach Todesplus. Die Szene von diesem Girl einfach von der schwarzen Wand, wie sie so diesen Track ein bisschen zu viel fühlt, finde ich irgendwie nice. Ich weiß nicht warum, aber es hat einen coolen Vibe so zwischendurch. Du verkaufst deinen Arsch für eine Jacke von Mon. Du verkaufst deinen Arsch für eine Jacke von Mon. Du verkaufst deinen Arsch für eine Jacke von. Ich finde auch die Performance irgendwie nice. Das Set geil, der Kamera-Angle irgendwie sieht nice aus. Du verkaufst deinen Arsch für eine Jacke von Moncler. Wie gesagt, Hook bin ich gar kein Fan von. Das sind keine Hooks, die ich fühlen kann. Hook finde ich Müll. Auch das gibt Afalterbach Vibes, oder? Ich kann nicht der Einzige sein. Hat wohl Afalterbach von denselben gedreht, die das gedreht haben, weil auch mit diesen Lens Flares, dieser Autoshoot, das gibt mir kranke Afalterbach Musikvideo Vibes. Yeah. An alle Rapper in Deutschland. Wenn wir beide kommen, dann hängt lieber nicht mit uns rum. Sonst werden eure Deals gecancelt. Aber Sio sehr sympathisch im Musikvideo. Oh, Box, 1 gegen 1, Digga. Jetzt kann, es kam, jetzt das neue Album. Wurde das einfach so gedroppt? Oder wurde das angekündigt? Ja, keine Ahnung. Schreibt mir das gerne mal rein, wurde das einfach so gedroppt? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wobei, er hat ja aber auch mit Farid und so hat er auch ein paar Tracks gedroppt. Ich weiß nicht, schreibt mir das gerne mal rein. Ansonsten, ey, wie gesagt, Hook ist gar nicht meins, finde ich Müll. Part von Kalim muss ich wahrscheinlich ein bisschen öfter hören, damit ich den mehr fühlen kann. Aber ich glaube, das Problem ist auch, das grundlegende Problem ist, dass ich von Kalim fast noch nichts gehört habe. Und eben auch aus der älteren Zeit nicht, wenn er meint, dass er immer bei AON war. Hätte ich da ein bisschen mehr Bezugspunkte, würde ich es vielleicht mehr fühlen. Aber der Einstieg und der Part von Sio, extrem nice. Extrem, extrem nice. Und der Beat ist eine 1+, finde ich. Das Musikvideo ist auch sehr, sehr schön gemacht. Und, ey, ich weiß nicht, ob da noch ein, zwei Musikvideos gekommen sind oder noch kommen oder nicht. Sonst schreibt mir gerne mal ein, zwei Highlight-Tracks rein, die wir uns vielleicht noch geben können vom Album. Ja, Mann. Aber ansonsten all in all not bad. Not bad. Ich muss mit Kalim einfach mehr warm werden, aber vielleicht werde ich das auch einfach nicht. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne in die Kommentare rein, Freunde. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns mal in einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.